Mein Name ist Christian Kürpik und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut in Paderborn und arbeite dort im spannenden Forschungsfeld der strategischen Produkt- und Unternehmensgestaltung vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Und in diesem Forschungsfeld beantworten wir insbesondere die Fragestellung, wie Unternehmen, angefangen von ihren Produkten bis hin zu ihren Prozessen, fit gemacht werden können für die digitale Zukunft. Gemeinsam mit euch möchte ich im Folgenden zwei Fragen beantworten. Erstens, was verstehen wir eigentlich unter der digitalen Transformation und welche konkreten Herausforderungen ergeben sich dafür für die Unternehmen? Und zweitens, warum ist eine Digitalisierungsstrategie zur ganzheitlichen Transformation von Unternehmen aus unserer festen Überzeugung zwingend erforderlich? Ja, was verstehen wir unter der digitalen Transformation? Unter der digitalen Transformation verstehen wir einen Veränderungsprozess, ausgelöst durch die Chancen und Risiken von digitalen Technologien und der Digitalisierung selbst. Und bei diesem Veränderungsprozess, da stehen gar nicht so sehr die digitalen Technologien im Vordergrund, sondern vielmehr der Mut und die Bereitschaft der Organisation zur Veränderung und Transformation. Für die Unternehmen und die Industrie bedeutet das ganz konkret eine große Chance zur Anpassung ihrer Produkte, Geschäftsmodelle und Prozesse an die neuen digitalen Rahmenbedingungen. Und nur wer es schafft, bei diesem Transformationsprozess auch den Menschen und die Mitarbeiter in den Fokus und mitzunehmen, nur der wird am Ende des Tages erfolgreich sein. Und deswegen ist unsere Empfehlung für die digitale Transformation ganz kurz und knapp: weniger digital, mehr Transformation. Warum ist eine Digitalisierungsstrategie zwingend erforderlich? Zunächst einmal wirft die digitale Transformation unzählige Fragestellungen für Unternehmen auf. Fragestellungen, die einerseits weit über die technische Implementierung konkreter Lösungen hinausgehen und andererseits hohe Auswirkungen auf die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens und damit auch auf das strategische Management haben. Welche Prozesse eignen sich eigentlich für die Digitalisierung? Welche Produkte und Services möchte ich in Zukunft meinen Kunden, meinen digitalen Kunden anbieten? Und welche Kompetenzen muss ich dafür im Unternehmen aufbauen? Und am Ende des Tages auch die Frage, wer kümmert sich um die Transformation? Und um diese Fragestellung ganzheitlich beantworten zu können, bedarf es eins: einer unternehmensindividuellen Digitalisierungsstrategie. Denn nur die Digitalisierungsstrategie stellt sicher, dass alle mit der Digitalisierung verbundenen Aktivitäten auf ein und dasselbe Zielbild einzahlen und dass Synergien zwischen diesen Aktivitäten gehoben werden kann. Und so und nur so kann ein effizienter, zielgerichteter Transformationsprozess gewährleistet werden. Haben Sie Fragen zu Ihrer Digitalisierungsstrategie? Dann kontaktieren Sie mich gerne oder besuchen Sie uns am Fraunhofer Institut in Paderborn.